Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Planet Zoo Wildlands, das ist korrekt, weil Wildlands könnte ja auch in Bezug zu Tieren sein. Nee, genau, Planet Zoo, ganz einfach, Punkt. Ich habe jetzt letztens abgebrochen, bevor ich das hier gemacht habe. Ich habe das jetzt nicht gezeigt, weil das ein bisschen gedauert hat. Ich musste auch mit der Steuerung noch hantieren. Ja, also genau. Also was ich hier gemacht habe, ich habe hier ein kleines Unterschlupf für die Wölfe gemacht. Also ein sehr kleines, also ich denke mal, da passen maximal 4 rein. Und ja, die Steinwand werde ich jetzt auch noch mit bisschen Natur verkleiden. Und wir werden hier auch ein kleines Wasserloch hin tun. Genau. Ja, weil Platz genug haben die ja. Oder ich mache hier das Wasserloch. Aber warte, nee, Wasserloch kann ich ja gar nicht machen. Ich kann ja gar nicht wassern. Ich kann ja gar nicht wassern. Verdammt. Na gut, dann wird halt. Wieso kann ich das nicht? Das ist echt nervig. Gut, dann werden wir das hier aber jetzt machen. So. Biotop machen wir. Warte, wir machen alles. Tiger, Tundra. Warte, wir haben jetzt die Felsen aus der Tundra genommen, ne? Also Lerche, ist ja klar. Was ist das denn? Das sieht aber ein bisschen seltsam aus. Aber ja, ich tue da ein paar da vielleicht da drauf. Gut, der Kontinent ist natürlich nordamerikanisch und europäisch bisschen antarktisch. Ja, komm, also Lerche, die gibt es bei denen auf jeden Fall auch. So. Geh mal da weg. So, eine schöne Lerche. Die kommt hier hin. Eine kleine kommt hier drauf. Oh, cool. Lerchen sind ja extrem Faulbaum. Was ist das denn? Oh, süß. Okay. Ja, Lerchen sind ja extrem widerstandsfähig. Die können mit ziemlich wenig auskommen. Das ist halt auch richtig cool. Preiselbeerbusch. Preiselbeerbusch. Okay. Den sieht man halt gar nicht bei dem vielen Gras. Diamantenblatt. Oh, das ist schön. Das ist hübsch. Diamantenblatt. Der ist jetzt so. M kann man die nämlich mit M kann man die verschieben. So, die haben nur die kleinen Lerchen, ne? Ich mach mal hier fett eine dahin.
Weil dann haben sie noch so einen Schattenplatz, wenn die wollen. Gut, dann machen wir ein paar. Oder in diesem ziemlich kleinen. Ja, nee, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Weil, nee, das mache ich nicht, weil ich glaube, dass die mit Wasser zu tun haben. Und also hier bei neben Wasser wäre das super. Da würde ich es auch sofort machen. Aber naja, nee. Gut, Art ist natürlich der Wolf. So. So, super. Extra groß. Ich glaube, ich denke die ganze Zeit, dass das total klein ist, weil die Felsen, weil ich die Felsen so groß gemacht habe. Ich meine, die Wölfe brauchen ein Gebiet oder ein Gehege mit 1100 irgendwas Quadratmeter. Und ich habe jetzt halt, ich glaube, 3000, das Dreifache, ja. Also, ja, Heizkörper, Klimaanlage. Die können sich auch nicht entscheiden, ne? Wölfe wollen nichts zum Spielen. Das ist ja langweilig. Okay, Essen, Trinken. Trinken gibt es auf jeden Fall hier. Warte, nee, können die dahin? Ich weiß es nicht. Okay, Trinken gibt es schon mal eins hier und eins hier. Dann Wasserschüssel groß, Essbrett klein. Die verteile ich mal auch so. So. Aber wollen die echt nichts zum Spielen? Was ist denn bei dem verkehrt? Klimaanlage. Ich weiß ja gerade nicht, wo ich bin, ne? Warte. Gut. Also, auf jeden Fall, das ist schon mal das für die Wölfe. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch was herbekomme. Irgendwas. Ja, irgendwas Amerikanisches. Was brauchen die denn? Die brauchen auch echt nicht viel. Also 400? Ist echt jetzt nicht sehr viel. Dann 0 bis 40 Grad ist auch ziemlich nice. Kanada, USA. Ja, die brauchen natürlich ein bisschen stärkeres. 3 bis 15. Mhm. Ein Männchen und bis zu 14 Weibchen. Ja, Bisone würde hier auch reinpassen. Amerikanischer Bison. Die kosten auch Geld, das ist ganz gut. Okay, dann machen wir als nächstes den Bison. Den können wir ja hier machen. Und dann den Bären. Warte mal, ich schau mal, was der Bär braucht. Wo ist der Grizzly? Der ist teuer. Der ist teuer. Aber ist der Grizzly? Ist der Grizzly amerikanisch oder ist es der Schwarzbär, der amerikanisch ist? Das weiß ich gerade nicht. Kanada, Norden, USA. Ja, doch. 700 Quadratmeter braucht der. Wasser braucht er nicht. Minus 10 bis 28. Dann mache ich den Bären. Wobei der. Ja, der. Wer braucht denn von den Tieren
Wasser. Okay, also Bären brauchen auch kein Wasser. Krokodile brauchen natürlich Wasser. Oh, Schneeleopard. Ich will unbedingt Schneeleoparden. Schauen wir mal. Also 700 brauchen die. Auch kein Wasser. Natürlich bei, ja, Sibirien braucht natürlich auch nicht. Ich würde sagen, also hier wird der, also hier kommt dann, warte, hier kommt Schwarzbär, warte, also hier kommen die Bisons, hier kommen Bisons, dann ja, Schwarzbär und Schneeleopard. Hier unten kommt dann Grizzly meine ich. Hier unten kommt dann irgendwas anderes. Und hier können wir schon mal schon langsam mit den afrikanischen anfangen, also bis hierhin. Also quasi hier sind Krokodile, da sind was weiß ich was und hier könnten die Affen hin. Dann, Affen oder Pandas. Genau, hier kommen Pandas hin. Dann hier Krokodile und hier die ganzen südlichen Dingensbummens. Dann mache ich hier das für Barriere. Widerstand 3 brauche ich. Holzstämme. Holzstämme passen ja ganz gut. So. Warte, das können wir auch länger machen. So, ein bisschen weniger. Manchmal ist weniger mehr. Würde jetzt mein Herr Papa sagen. So. Gut. So, dann natürlich auch der Eingang. Der Eingang hier ist natürlich schwer. So. Gut. Wie groß ist der jetzt? Auch wieder so 300 Quadratmeter. 3000. Und die Tiere brauchen halt fast nichts. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum die so wenig brauchen. Weil 400. Weil das sind ja Steppendinger, ne? Die steppen durch die Dinger. Ja, egal. Gut, Natur brauchen wir jetzt. Nicht die Tundra, wir brauchen Graslandschaft. Warte, ich habe ja schon wieder vergessen, was wir da brauchen. Ich bin so vergesslich. Oh. So. Graslandschaft, Nordamerika. Gut. Kann man das nicht irgendwie minimieren? Das wäre ganz gut. Also, einfach Graslandschaft und Nordamerika. Gut. Na, weg da. Graslandschaft. Ja, schmal. Graslandschaft und Nordamerika. Wow. Das ist ja viel. Das ist ja super viel. Naja, okay, die brauchen ja Rohschilf. Also Schilf brauche ich ja auch nicht, weil ich
kein Wasser hier habe und ich kann mir auch kein Wasser hier machen. Warte, nordamerikanisch. Vielleicht da ein bisschen. Ich mach mal wenigstens ein paar Bäume. Weil das ist ein bisschen. Eine gemeine Esche kommt auch rein. Douglasie. Wenn sie es gar nicht haben wollen, dann sollen die nicht so meckern. Die haben dreifach so viel, wie sie brauchen. Also Goldrute. Dann route ich mal mit der goldigen... Was? Entschuldigung. So, ich verstecke mal ein bisschen hier. Das Gebüschli. So, einmal mittendrin. Das ist ja doof hier. Brennnesseln. Wer pflanzt denn schon freiwillig Brennnesseln? So, hier mache ich ja so ein fettes Brennnesselfeld. Selber schuld, wenn die so wenig haben wollen. So, gut. Das reicht jetzt. Gehege. Will ich den, das Bison. Bison. Stimmt das jetzt? Warte mal, Art. Amerikanischer. Ja, das hat gestimmt. So. Gut, dann. Rückzugsort. Mach ich mal. 8x8, 12x. Das ist ein großer. Ich mach mal den da. So, und da kommen wir. Große. So, 4 und dann kommt noch mal hier. Klein, groß. Ist halt blöd. Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch rein können, aber eigentlich rein logisch gesehen müssten die da reinpassen. Gut, dann verbinde ich noch den Mitarbeiterweg. Den kann ich anscheinend nicht separat machen. Ach Gott, jetzt hat er den weggemacht. Normalen Weg bitte. So, nein, aber jetzt. Wie lang habe ich den gemacht? Wie breit? 8 Meter? 10 Meter? 10. Okay. Gut, dann mache ich hier nochmal Einrichtung. Nochmal eine Pflegerhütte. Nach da und das war's, weil ja, das ist ja in der Nähe. Gut, das nenne ich dann auch gleich um. Gehege 2, das sind die Bisons. Sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich muss hier nämlich auch noch für die Gäste was machen, ne? Kleinvivarien, ne, Gästeeinrichtungen. So, super. Also, Getränkeladen. Laden. So. Mal ein bisschen ab vom Schuss, aber ich kann das nicht ganz... Oh, das ist ja...
das ist ja doof. Gut, dann kommt da rein. Chief Beef. Hä? Oh Gott, jetzt hat er es weggemacht, dieser Puppel. Oh Gott. Gut, Soda. Ich frag nicht mehr. Gut, Souvenirladen. Souvenirladen kommt hier an die... Nee, an die Ecke kommt das Infozentrum. Ah, das ist auch so hässlich. Getränkeladen. Ne, Getränke habe ich jetzt da reingetan, ne? Soda, ja. So. Infozentrum. Ja, dann hau ich da halt nochmal eins hin. So, einmal kommt da Infozentrum rein. Passt das so? Nee, das ist viel zu weit unten. Ach, come on. Ja! Was machst du, Sachen? So, jetzt hat aber. So. Dann. Imbissladen. Der kann alleine stehen. Okay, gut. Dann ist natürlich hier eine Toilette praktisch. So, dann Imbiss. So. Genau. Und bei der Toilette ist der erste, genau, Ding da. Gut, dann werde ich jetzt mal die Tiere kaufen, ne? Also, wir wollen Bisons. Ein männliches natürlich und paar weibliche. 10 Jahre, 6 Jahre. 6 Jahre ist, glaube ich, bis jetzt der. Aber ja, der hat Fruchtbarkeit hoch. Und der hat 40. Also 40 ist voll in Ordnung. An so schicken. Warte, ich schicke ihn mal an in die Quarantäne, damit ich weiß, ob der gesund ist. Oder soll ich das? Nee, komm. Der ist top. Der ist top. Gut, dann brauche ich Weibchen. Am besten auch. Am besten auch fruchtbar. Die ist nicht so fruchtbar. Die ist nicht so immun. Aber... Die schicke ich dann gleich mal ins Quarantänebecken, damit ich weiß, ob die super drauf ist oder nicht. So. Die ist auch nicht so immun. Die ist gut. So, und jetzt kommen die Wölfe. Ah, Wölfe, Wölfe. So, Weibchen. Größe ist ein... Also, der ist nicht so groß, aber er ist jung. Der ist nicht so immun. Groß 17%.
Lebenserwartung. Er ist, glaube ich, ganz okay. Also immun ist er gut, 50% Fruchtbarkeit, aber die Größe ist halt gut. So. Dann. Die ist nicht gut. Liam. Der ist zwar fruchtbar, oder die, aber die ist winzig. Fruchtbarkeit ist. Also der ist so ein Durchschnitt. Aber ich brauche jetzt Weibchen, ne? Puh. Fruchtbarkeit 17 ist halt nichts. Die ist halt auch extrem fruchtbar, aber klein. Egal. Schauen wir mal. Und noch ein Weibchen hole ich mir. Ich hole mir mal die. Weil die ist noch relativ groß. Und wenn die ein Kind bekommt, dann wird es auch so groß. Also ich glaube, so läuft das hier. Gut. Ja, wir haben schon wieder überzogen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Runde werden wir dann sehen, wie die Bisons und die Wölfe ankommen. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Sie so wakatena.